Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, zum ersten Vlog dieses Jahres. Genau, gedreht am letzten Tag des Jahres 2022. Draußen ist das totale Regenwetter. Die ganze Nacht hat es schon geregnet und auf Wetterbericht hört es auch so schnell erstmal gar nicht auf. Mal gucken, wie der Tag so verläuft, also im Feuerwerk. Aber erstmal haben wir ja noch ein paar Pakete. Altlasten aus dem Jahr 2022 sozusagen. Das erste hier ist von Sibylle. Von Sibylle für uns alle drei. Vielen Dank schon mal im Voraus. Genau. Oh, nochmal verpackt. Einmal für Simone. Einmal für John. Das ist noch ein Weihnachtsgeschenk, wie ich sehe. Super. Einmal für mich. Schön verpackt. Vielen Dank. Ja, pack schon mal aus. Noch was für Simone. Wollen wir mal sehen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele Grüße aus Achim. Oh, es gibt... Ach, wie cool. Es gibt Socken. Mit Bier drauf. Biersocken. So, Bier passt zu dir. Gespenst, soll das eine Beleidigung sein? Wollen wir mal sehen, was Simone... Ich mach's mal eben auf, weil Simone gerade die Kamera hält. Simone ist doch das Gespenst hier. Ja, Simone. Büchersocken. Vielen Dank, Sibylle. Du hattest eine super Idee und dann hast du mir noch was geschenkt. Das erinnert mich doch. Das hast du nämlich gekauft bei Nanunana. Ja, an unsere Selbstbastelaktion, die nicht so ganz funktioniert hat. Ja, da frage ich mich, warum wir das denn so gemacht haben, Simone, wenn es auch so geht. Perfekt, kommt an unseren Weihnachtsbaum. Jetzt bist du dran. Ja, ein Paket haben wir noch und zwar von Familie Presto. Das ist noch von Weihnachten. Also vielen Dank schon mal im Voraus. Und uiuiui. Also, was hast du alles bekommen? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ah, passend zu meinem Adventskalender. Hier Schokoladenmüsli. Ich bin ja ein Müsli-Esser geworden. Dann haben wir noch... Exit, das wollte ich. Ich hatte das schon mal in einer Form, weiß zwar nicht mehr, wie das Spiel geht, aber ich weiß noch, dass Simone und ich dabei relativ viel Spaß hatten. Vielen Dank. Sich so hier unten. Ich bin ja inzwischen ein Jeansträger geworden. Ja. Und ihr habt ja schon öfter John mal eine Jeans geschenkt und die waren immer super, die Hosen. Vielen Dank. Und was hast du hier? Oh, meine Stimme. Was ist das hier? Sieht mir eigentlich sehr schon nach Silvestervorfreude aus. Kistenteufel, drei effektstarke Fontänen. Ja, da hast du, glaube ich, richtig geguckt. Ich würde auch sagen, das sind Fontänen zu Silvester. Dann mal vielen Dank, dann kommt das doch richtig. Und ihr habt eine tolle Karte geschrieben, die lesen wir gleich privat. Genau, vielen Dank. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, unterwegs im Regenwetter. Es gibt noch ein paar Sachen zu erledigen. Wir müssen noch Berliner einkaufen, unsere Neujahrs-Berliner. Und wir brauchen noch ein bisschen was fürs Fondue. Und einen frischen Luftschlag müssen wir auch noch, oder? Ja, und wir müssen mal dringend auf den Fußgängerweg gehen, da wir gerade auf dem Fahrradweg laufen. Ich bin auch dabei und begleite die Jungs. Werde gleich die Berliner aussuchen. Mein Plan ist ja, so einen großen gemischten Karton Berliner zu kaufen. Und nicht nur für jeden einen. Die sahen nämlich gestern schon beim Bäcker total ansprechend aus. Ja, und was wir noch machen müssen, ist was zu essen finden, ne? Ja, zum Mittagessen. So, liebe Leute. Ich zeige euch das mal eben hier vorsichtig. Wollte ich nämlich unbedingt haben. Sieht das nicht gut aus? Welche mit Eierlikör, die klassischen mit Puderzucker. Eierlikör? Mit Guss, ja. Oder mit Schokolade. Das sieht ja wohl mega aus. Wie teuer war es denn?
ist von Rewe. Sag ich nicht. Gebe ich euch aus. Ist aber gar nicht Rewe. Ja. So. Ja, nur mal kurz zur Erklärung. Dieser Spruch ist von Rewe, ist bei uns so ein geflügeltes Wort. Wir haben Simone mal gefragt, irgendwann mal, wie teuer war denn der Artikel? Was kam da für eine Antwort? Ist von Rewe. Und das war ernst gemeint, ist das Traurige. Ja. Daran können die sich hochziehen hier. Ich hatte das natürlich noch erklärt. Ist von Rewe, ist gar nicht so teuer, wie sie damals dachten. Ja. Aber sie haben mich nicht aussprechen und lassen. Und den Preis haben wir nicht erfahren. So, da jetzt habt ihr schon nicht mehr zugehört. Ach, ja. So, jetzt gehen wir weiter durch den Regen. Herrlich, herrlich. Und gucken wir mal, was wir zum Mittagessen finden noch. Ja, da haben wir ja einen super Platz gefunden. Am letzten Tag des Jahres noch mal draußen sitzen. Es ist auch ungewöhnlich warm, muss ich mal sagen. Ich glaube, wir haben hier 16 Grad oder was ich gelesen habe. Oder zumindest haben wir 10 Grad, glaube ich. Ja, das Wetter spielt ausnahmsweise mal auch in Bremen mit. Ja, und da haben wir eine schöne Wärmelampe hier runter. Ja, Getränke sind auch am Start. Wir hören gute Musik. Genau. Und Simone ist auch dabei. Genau, ich hatte ja noch schnell die paar Dinge eingekauft und jetzt habe ich mir jedenfalls ein Stückchen verdient. Ich weiß nicht, ob die Jungs auch schon heute so fleißig waren. Unser letztes Mittagessen in diesem Jahr. Stefan hat eine Currywurst. Ich habe mal indisches Essen bestellt. Sieht köstlich aus und es duftet auch total lecker. Butter Chicken. Und John hat ja ein Burger, wie es sich gehört. Und während wir uns das lecker schmecken lassen, zeigen wir euch, was in diesem Jahr noch so bei uns passiert ist. Schön gesund. Milchbrötchen und zwei Schokocroissants. Fragen wir Simone mal, was sie davon haben möchte, dann geben wir das andere. Simone? Ja? Was hättest du lieber, ein Milchbrötchen oder ein Schokocroissant? Oh, Milchbrötchen. Okay, Stefan, dann musst du leider das Milchbrötchen essen. Warum? Oh nee. Man will das Auto ja immer nicht so voll schmieren und voll krümeln, wenn man hier frühstückt. Und mein Restgeld hätte ich gerne wieder. Da fehlt noch ein bisschen was. Dankeschön. So. Sehr lecker. Der Leidtragende bin natürlich ich. Mit so einem gammeligen Milchbrötchen zum Frühstück. Vielen Dank, John. Lecker. Sogar mit Füllung. Hat dein Milchbrötchen auch Füllung? Was kriegst du eine Füllung, du? So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt stellen wir hier auf die kleinste Stufe. Und das wäre 1. So, und jetzt fangen wir an, den Reis zuzubereiten. Und als erstes kommt erstmal Wasser in den Topf. Normal so? Nee. Hab ich mega erschrocken. Was dazu sagen noch? Also, es wird eh nicht klappen, weil ich nach jedem Schluck Bier, den ich trinke, schlucken muss. Also, ich kann das hier nicht aushaken, das wird nicht funktionieren, aber ich probiere es gerne. Naja, war ein Versuch wert. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen. Mich hat überrascht, dass Stefan das jetzt so halbwegs gar nicht hingekriegt hat. Mal gucken, wie es mir wahrscheinlich genauso ergehen wird. Oh Gott. Schade um das schöne Bier, würde ich sagen. Es gibt ja richtig Wärme.
Ja gut, du hast gewonnen. Oh mein Gott. So, ich habe mir was gekauft, was ich noch nie gekauft habe. Hallo, ich bin's, euer Grobi. Da gehe ich lieber, ist mir zu peinlich mit dem. Ja. Das hast du doch schon. Hast du mir das nicht mehr zu Weihnachten gekauft? Nee. Doch, ein Krümelmonster und ein Elbow. Reicht jetzt, hör auf. Nein, ich gehe wirklich. Nein, hör auf, jetzt bitte hör auf. Warte mal kurz. Nein, lass es. Was ich immer so geil mit Grobi fand früher, der hat immer, wenn er gegangen ist, immer so ein schlurfendes Geräusch gemacht. Und dann. Ja! Ja, hör jetzt auf. Heute mal Unterschied zwischen hier und lass dort. Es, lass es jetzt. Moment. Ich gehe jetzt. Moment. Nein, hör auf jetzt. Lass jetzt es sein. Bin ich erstmal hier. Sein. Jetzt bin ich hier und jetzt gehe ich. Nein, lass es jetzt sein. Hör auf. So, ich gehe jetzt nach Hause. Was ich an Grobi immer so genial fand früher an Sesamstraße, wenn er gegangen ist, hat er immer so ein schlurfendes Geräusch gehabt. Immer so. Und die Stimme ist auch so geil gewesen. Hallo. Heute Unterschied zwischen hier und dort. Ich bin jetzt hier. Und jetzt bin ich dort. Ich will aber lieber hier sein. Kennt ihr das? Und ich will jetzt schnell zu Hause sein, damit ich mir das hier nicht geben also muss. Also ich find's geil. Immer schon so eine Puppe haben. Das habe ich eigentlich auch eine. Und zwar den Grobi. Also, wenn mein Vater nicht peinlich ist, was ist er dann? Ach, das war ja wohl. Ja! Hast gewonnen. Das kam durch die Nase. In einem Kilometer links abbiegen auf B75. Hör auf. Bei deinem Gesicht muss man lachen, obwohl man Mitleid hat. Hör auf, Stefan. Stich doch einfach rein. Du jetzt aber nee, das ist aber auch so. Das können auch Spritzer sein an deinem T-Shirt, die nicht wieder rausgehen. Ja. Ja, bist du. Die Nerven geht mir nicht mehr aus dem Kopf. So, Johnny ist schon nach Hause gegangen, aber auch heute war es wieder hier beim Becks Haus und ein richtig tolles Erlebnis, muss ich mal mit der Musik, ich bin mit dem DJ. Ich finde das ein tolles Konzept, muss ich mal sagen. Es war auch schön, dass wir draußen sitzen konnten. Ja, überdacht, mit Wärmelampe. Die Sonne scheint gerade ein bisschen übrigens. So, das regnet gar nicht mehr. Den Schirm wollte ich jetzt so nach Hause tragen. Und ich trage die Berliner. Ja, so. Auf geht's nach Hause. Das war eigentlich schon mal ein toller Start in den letzten Tag des Jahres. Aber ich war etwas erschrocken, als der DJ sagte, irgendwie noch 12 Stunden. Da habe ich gedacht, oh Gott, was will man in diesen 12 Stunden noch alles erledigen? Hat man schon wieder Stress, schafft man gar nicht. Was musst du noch erledigen? Das werdet ihr ja sehen, was wir noch machen. Ach, das ist ja nicht viel. Alles gut. Alles entspannt. So, weiter geht's. Was für uns Silvester auch immer dazu gehört, dass wir den Jahresrückblick Album 2022 dieses Jahr gucken vom ZDF. Es sind auch immer sehr viel traurige Momente dabei. Ich weiß jetzt schon wieder, dass ich gleich wieder nah am Wasser gebaut bin, wenn man diese Sachen sieht. Geht schon los. Und das Gute ist ja auch, dass man das nicht mehr
vom Programm gucken muss, sondern man kann es aus der Mediathek auswählen. Und ich sehe schon, wir wissen ja, es war nicht so viel Gutes in diesem Jahr, glaube ich. Es geht schon wieder richtig los hier. Aber es ist immer toll. Wir sollten auf alles gefasst sein in diesem Jahr. Vor allem auf Umwälzung, Unheil und Zerstörung. Aber an Putin kommt keiner mehr ran. Wer sich so möbliert, der hat keinen Gesprächsbedarf mehr. So, Album ist zu Ende. War wieder mal eine sehr interessante Sendung und hat dann wieder mal vor Augen geführt, das, was ich schon dachte, das Jahr war nicht so besonders. Wir können nur hoffen, dass alles ein bisschen besser wird in 2023. Der Tisch ist auch schon vorbereitet, eingedeckt für den Silvester-Klassiker. Bei uns gibt es ja Fondue heute und dafür haben wir das erste Mal jetzt ausprobiert und haben die Lampe ein bisschen nach oben versetzt, dass das nicht so dicht hier an dem Fondue-Topf steht. Und ja, also tolle Technik, unsere Lampe, die immer noch begeistert. Ja, der eine Brand ist gerade überstanden. Ist natürlich eine bisschen gefährliche Sache, so ein Fondue. Man kann dafür natürlich auch so eine Brennpaste nehmen. Wir haben aber immer Brennspiritus, weil das irgendwie besser funktioniert. Ich hoffe, so auch heute. Ja, dann können wir nur noch warten, dass der Hunger noch ein bisschen größer wird, dass es ein bisschen dunkler wird und dass wir anfangen können damit. Wie kriegt man Hunger? Durch Bewegung. Und das Ganze machen wir mit dem Spiel Switch Sports mit einer Runde Bowling. So, bereit sind wir in Runde 10. John führt, der ist schon fertig. Und mal sehen. Moment, man kann ja noch was schaffen hier. Jetzt kommt es darauf an, dass man alle trifft. Ins Berg kannst du dann machen. Ja, eben. Schönes Meer! Was ist jetzt mit Punkten? Ich möchte wissen, ob ich noch führe, ich glaube nicht. Hey, du bist nochmal dran, was hast du denn? Natürlich bin ich nochmal dran, letzte Runde ist das. Kennst du das Spiel nicht, ne? Aber ja, ich durfte nur einmal. Ja, weil du auch nicht alle geschafft hast in der letzten Runde, du Trottel. Das ist nur bei einem Strike. So geht das hier, das Spiel. So geht das Spiel, mein lieber Freund. So, bis jetzt führe ich wohl, oder? 184, 10 Punkte mehr als John. Los, beweg dich. Ich weiß, dass ich verlieren werde, aber Hauptsache mit Spaß dabei. Verlier aber schnell, bitte. Wir wollen noch mal gewinnen. Die da mal. Ja, das typische Problem, ich und diese Controller. Ja, sie lässt immer die Taste los. Schweinerei. Auch ich darf noch mal. Ja, wenn die mich jetzt auch noch... Tja, ne? Ja. Das ist nicht mehr zu schaffen, leider. Ist nur rechts oder links? Was nehme ich jetzt? Den. Scheiße, ich hab komplett verloren. Oh! Tja, war das jetzt der Siegerpunkt, der mir jetzt fehlt? Wir gucken. Warum bin ich Dritter? Ja! Schrei nicht so rum, Simon. Tja, sehr gut. Raus aus meinem Zimmer. John, erklären Sie, wie konnte das passieren? Was ist falsch gelaufen in dieser Runde? Wie konnte das passieren? Das ist um einen Punkt. Nachdem Sie so viel... Ein Punkt Unterschied. Wenn wir so viel geübt haben. Weil ich die letzte Runde verkackt habe. Tja. Film. Was bei Silvester ebenfalls Kult bei uns ist, das ist hier gerade im Hintergrund. Man hört vielleicht sogar schon die Musik, und zwar Dinner for One. Ich liebe es, ich guck's mir jedes Jahr aufs Neue an. Ich kann es auch schon bald aufwendig mitsprechen. Aber es ist einfach Kult und einfach lustig. Das gehört für mich zu Silvester dazu. Simone ist nicht dabei, weil die, für die ist das nicht Kult. Nee, die ist in der Küche beschäftigt. Ihr wisst ja,
Dieses Dinner for One jedes Jahr wieder interessiert mich nicht die Bohne und deswegen werde ich schon das Fondue-Fleisch hier klein schneiden. Ja, das war's schon wieder leider. 18 Minuten gehen schnell vorbei. Ja, und man hat auch viel zu lachen. Ja, also irgendwie wird's nicht unlustig, wenn man es jedes Jahr guckt, aber was mir so diesmal zum ersten Mal durch den Kopf ging, wie muss das gewesen sein, das mal früher so in echt zu sehen, also da wirklich im Publikum gesessen zu haben, weil ich meine so, was man hier als Kult kennt in Schwarz-Weiß und gar nicht so aktueller Qualität, muss ja damals richtig krass gewesen sein, das in quasi 1963 gedreht übrigens. Ja, das mit seinen eigenen Augen zu sehen und alles gestochen scharf, also das wäre auch nochmal interessant. Das stimmt. So, jetzt habe ich wirklich Hunger langsam. Auf geht's zum Essen, oder? Ja, ich würde sagen, mal sehen, was die Mo dazu sagt. Wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde. Es ist nämlich gerade ein bisschen regenfreundlicher und wir sind schon so gespannt auf dieses Feuerwerk, dass wir das jetzt machen. Ja, mal gucken. Ich bin echt gespannt. Das war ja schon mal richtig ordentlich. Das war eine von den kleinen Batterien, die wir haben. Wahnsinn. Richtig schön war das. Gut, also gucken wir, was das nächste bietet. Ja. Also, das ist bei uns das heftigste Silvester überhaupt. Also, die zwei Batterien haben schon die restlichen Silvestere von uns getoppt. Genau, danke nochmal an Pyroland, die das hier nur für uns möglich machen. Und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ich auch. So, erstmal eine kleine Pause mit der Feuerwerksgeschichte. Richtig toll bisher gewesen. Wir haben noch jede Menge unter dem Keller liegen. Jetzt haben wir hier schon unsere Flamme entzündet beim Fondue und muss einfach jetzt warten, bis das hier am Kochen ist. Ich habe schon tierischen Hunger. Und du, Johnny? Ich auch. Und tierischen Durst. Ja, das ist gut. Und Simone, was sagt ihr dazu? Ich freue mich auch aufs Essen. Ich habe extra noch Kartoffelsalat gemacht, weil John den auch so gerne mag. Und erstmal genießen wir das hier, gemütlich beisammen sein und den Abend. Das typische Fondue-Geräusch, was man hier hört. Und jetzt geht's mit den Soßen los. Wer die Soßen nicht kennt, ich kann nur empfehlen Honig-Senf-Soße. Das ist für mich mein Favorit. Was machst du da, Johnny? Ja, ich warte darauf, dass es rauskommt. Guck mal, ich kann es auf den Kopf stellen, da kommt nichts. Dann machst du mal den Deckel drauf und schüttelst. Die haben alle Sorgen, muss ich mal sagen. Ich warte noch ein bisschen. So, wo hier alle ihre Soßen empfohlen haben, möchte ich natürlich auch nicht fehlen. Ich habe nämlich hier vom Blockhaus diese Steaksoße hier ausgesucht. Und ich muss sagen, nach dem ersten Stück, was ich gegessen habe, die ist fantastisch. Richtig gut gewürzt. Wie schmeckt's dir mit Fondue? Nein. Fleisch? Nein, nein. Ja. Immerhin sind die Soßen vegetarisch. Immerhin. Also früher war Fondue irgendwie schöner. Da hat mir nämlich keiner mein Steakfleisch weggefressen. Hier ist nämlich schon eine bedenkliche Lücke entstanden, weil der Sohnemann auch nur das Beste haben will. Ja, weil du es mir sonst wegfrisst. Ja.
Früher war ich noch alleine, oder hast du dich auch noch mit anderen Fleisch zufrieden gegeben? So wie Simone, die das günstige Geflügel ist. Das schmeckt aber lecker, das Geflügel. Das ist sehr lecker. Weiter geht's mit der Knallerei. Was gibt's denn diesmal Schönes? Das sieht doch gut aus. Double Deck Red. So, weiter geht's. Dies hier ist eine Batterie. Eine. Der totale Wahnsinn erstmal. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Also bis jetzt war es ja wirklich super und aufgrund dessen würde ich mal sagen, geht's jetzt auch weiter. Grandiosen Silvesterfeuerwerk geht's weiter mit dem grandiosen Ekel Alfred hier, Silvesterpunsch. Das muss einfach Silvester immer sein. Und ja, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss mir das angucken. Weiterhin! So, ich glaube, noch nicht!
So, wir haben es jetzt kurz nach 12:30 im neuen Jahr. Hier sind unsere Berliner, die wir uns gleich schmecken lassen werden. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein kurzer Rückblick. Und zwar haben wir uns gedacht, wir erzählen euch mal, was war unser schönstes und was war unser schlimmstes Erlebnis im vergangenen Jahr 2022. Für mich war es auf jeden Fall das schlimmste Erlebnis, fangen wir damit mal an, unser Küchenbrand. Kann ich nur bestätigen, war auch für mich, der ganze Urlaub war versaut. Ich habe gedacht vorher, ich habe sturmfreie Bude, die Jungs sind nicht da, ich kann schalten und walten, wie ich will. Pustekuchen konnte ich überhaupt nicht. Und ja, wie ging es dir, John? Was war für dich das schlimmste Erlebnis? Ich muss sagen, richtig schlimmes Erlebnis hatte ich nicht. Ich würde zwar jetzt auch erstmal, wenn ich nachdenke, sagen, der Küchenbrand, auch wenn ich wirklich nicht viele Nachteile dadurch erlitten habe, da würde ich sogar sagen, ich hatte ja das letzte Jahr den ersten Eingriff mit Skalpell oder was das war. War nicht schlimm, aber ich sag mal so, weil da ich nichts Schlimmes erlebt habe, war das jetzt insgesamt so die Angst, die Nervosität das Schlimmste. Ach so, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Gut, kommen wir nochmal eben zum schönsten Erlebnis. Simone fängt an. Also das war ganz klar die Backstage-Tour im Heidepark für mich, was wir zweimal erleben durften. Und also man hat so tolle Einblicke gekriegt und ja, ich war echt überwältigt, was man da sehen konnte. Das war echt toll, dass man mal hinter die Kulissen gucken konnte, dass man mal die Fahrgeschäfte sehen konnte von einem Blickwinkel aus, den man sonst nicht sieht. Genau, und ich kann es teilweise immer noch nicht glauben, wenn ich mir das Video von damals angucke, dass ich wirklich dabei war und da wirklich die Sachen so erfahren und erleben durfte. Gut, Johnny, was war für dich das beste Erlebnis im letzten Jahr? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also eigentlich ist es leicht, aber zu sagen, was genau und das zu beschreiben. Die USA-Reise, würde ich sagen. Was von der USA-Reise? Ich war insgesamt sehr geflasht. Ich hatte schon Gefühle, die gar nicht mit irgendwie, die waren schon viel mehr als Freude oder glücklich zu sein. Allein schon in Amerika anzukommen, die ersten Schritte dort. Dann siehst du direkt Los Angeles, die ganzen Sachen da wieder zu erkennen und was du alle schon da im Fernsehen gesehen hast, das fand ich so cool. Den ersten Tag da Walk of Fame langlaufen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt an USA denke, fallen mir sofort diese Worte ein. National Parks, Los Angeles, Las Vegas, aber das kann ich gar nicht alles aufzählen, weil das viel zu viel wäre. Deshalb sage ich einfach, USA war wunderschön und auch die, nicht nur die Großstädte, sondern auch die Natur in den Nationalparks. Da fand ich nämlich den Arches National Park am besten. Genau, da sind wir auch bei meinem schönsten Erlebnis. Es war zwar tierisch anstrengend, es war eine gnadenlose Hitze, aber unsere Wanderung, die ich mit John gemacht habe, zum Dedicated Arch, zu diesem berühmten Steinbogen im Arches National Park in Utah, das war für mich wirklich auch eigentlich das beste Erlebnis. Also, dass wir dort relativ alleine waren unter diesem Steinbogen oder da, wo der Steinbogen steht. Und John hat natürlich recht, auch mir haben natürlich diese ganzen Nationalparks gefallen, die ganze Reise insgesamt. Man kann gar nicht sagen, was am schönsten war, aber das war so. Universal Studios war auch super. Es war alles, irgendwie war alles toll, muss ich mal sagen. Ja, gut. Das waren unsere Erlebnisse. Jetzt kommen wir zu unseren Berlinern. Welchen darf ich denn? Also, Schokolade nimmt ganz er. Ganz klar, Eierlikör. Bäh. So, ich bin mehr für das Klassische. Ich nehme den ganz. Das ist auch normal das mit dem Zucker. Mit dem das ist doch lang. Ja, da schon. Was hast du denn nur gekauft, Simone? Okay, das war jetzt unser Video. Wir wünschen euch nochmal ein schönes neues Jahr. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr für den fleißig zugeschaut habt, so nett kommentiert habt. Also wirklich toll. Wir haben gerade eben nochmal Zuschauer getroffen durch Zufall. Also es sind immer nette Begegnungen mit euch. Alles Gute auch für euch. Gut, das war's. Jetzt kommt die erste Absage im neuen Jahr. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken und abonnieren. Tschüss. Das war ja super freundlich gesagt, aber im Großen und Ganzen hat er schon alles gestimmt, was er gesagt hat, oder? Finde ich auch. Ich möchte jetzt endlich in meinen Berliner beißen. Was nicht stimmt, ist, dass nach der Absage noch gesprochen wird. Tschüss.